Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen. Und heute sind wir angekommen bei Bundesliga-Spieltag Nummer, 14, genau. Und wir spielen gegen den FC St. Pauli, die aktuell auf Tabellenplatz Nummer 17 sind. In der Stärkertabelle auf Platz 16, also auch nicht viel besser. Das heißt, es sollte eigentlich machbar sein. Theoretisch zumindest. Wir haben momentan 2 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Und das heißt, wir sollten auf jeden Fall punkten. Ich habe mal nach Frische aufgestellt und mal Amthor ins Tor gestellt. Und Siegesprämie ist wie immer dabei. In der Hoffnung, dass es dabei hilft, zu punkten. Und ansonsten würde ich sagen, auf geht's. So. Und zwar heute Textmodus, weil machen wir ja so, wenn die Gegner keine Top-Teams sind. Und dann würde ich sagen, ich will heute sehen, dass ihr Gras frisst. Auf geht's. Zeigt, was ihr könnt. Pünktlich auf die Sekunde wird es hier losgehen. Anpfiff erste Halbzeit. So, der Spielertrainer steht auf dem Platz. Das heißt, es gibt heute keine Aktion von der Seite. Szenenapplaus für Yannick Schwind, der, Richard Imri oder so, mit einem Rainbow Flick düpiert. Es ist gut, dass wir solche Spieler in der Liga haben. Der FC St. Pauli ist mit diesem System eher defensiv ausgerichtet. Yannick Schwind marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lange und holt gegen den herausstürzenden James Wilson lediglich noch eine Ecke heraus. Ecke von links, Malte Kist. Mo Mettel und Andreas Braune steigen zum Kopfballduell hoch, aber Andreas Braune kann sich durchsetzen. James Wilson muss nicht eingreifen. Dann geht's schon mal mit ein bisschen Action los. Und dann wird's auf einmal ruhig. Dann passiert auf einmal gar nichts mehr. So, jetzt kommt die nächste Chance. Eventuell. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Malte Kist wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Eine Frau ist in den Innenraum eingedrungen und entrollt dort ein Pogo.de-Plakat mit einem großen Kaktus drauf. Es dauert mehrere Minuten, sie einzufangen. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Mini-Chance für Michael Wulle, dessen Kopfball aber klar am Tor vorbeifliegt. Tore Andreas Jakobsen hatte sehr gut geflankt. Fusi Akel schießt aufs Tor, aber er hatte den Abseitspfiff von Schiedsrichter Markus Hoffellner zuvor nicht gehört. Und jetzt, einem herrlich vorgetragenen Angriff des MTV Gießen, verwehrt James Wilson die Krönung. Gianni Chiata setzt sich auf links durch und passt in die Mitte, wo Michael Karl zum Schuss kommt, jedoch im Keeper seinen Meister findet. Oh, jetzt wird's laut. Momettel mit einem gefährlichen Zuspiel auf Malte Kist, der den in den Rücken gespielten Ball noch Richtung Tor bringt. James Wilson ist jedoch da und kann retten. Was war jetzt? Och nee, verdrehtes Knie. Und jetzt haben wir ausgerechnet keinen Außenverteidiger dabei. Ausgerechnet jetzt, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir irgendjemanden da hinsetzen, der es eigentlich nicht kann. Haben wir irgendjemanden in der Mannschaft, der so ein bisschen Außenverteidiger spielen kann? Du kannst es nicht. Gregori kann so ein bisschen. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, Gregori ist der Einzige, der es annähern kann. Dann müssen wir das jetzt mal so machen. Bringen wir mal Piet van Preußen rein. So. Das ist natürlich doof. Äußerst doof. Aber ein verdrehtes Knie. Müsste das nicht eigentlich nach einer Zeit wieder gehen? Also das klingt jetzt nicht so, als wäre da was wirklich kaputt gegangen. Das wäre zumindest immerhin etwas. Und das ist das erste Tor. Momettel. Vorlage Daniel Dröge. Kaum nachdem wir jemanden auf eine Position gestellt haben, die er eigentlich nicht spielen kann, schießen wir das erste Tor. Stefan Ruhl hat auf rechts zu viel Platz, flankt mit links in den 16er, wo sich Daniel Dröge mit etwas Glück gegen Richard Imri durchsetzt und schießt. Oder Richard Imri, keine Ahnung. James Wilson wehrt Erstklasse ab, doch Mo Mettel ist da und vollendet. Es wird eine Minute nachgespielt und das war die erste Halbzeit. So. Oh, Yannick Schwind mit einer 1,0. Die darf er gerne mit nach Hause nehmen. Hätte ich nichts dagegen. Nehmen wir mal Furtmeier rein. Ja, und Wajewski darf auch mal ran. Hätte ich jetzt gesagt.
So, das waren unsere Wechsel. So, in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf den Gewinn, das Ding. Das sieht doch schon mal nicht allzu schlecht aus. Ja, dich können wir loben. Und hier nochmal motivieren. Und jetzt nochmal ein bisschen massieren, wer auf dem Platz ist und müde. So. Ihre Spieler wirken konzentriert und scheinen zu wissen, was sie tun. Das ist schön. Auf geht's. Gut, jetzt kommen erstmal unsere Wechsel. Für Yannick Schwind ist das Spiel vorbei. Es kommt Tobias Wurtmeier. Genau. Und dann haben wir noch einen. Und das ist er, der andere Wechsel. Malte Waliszewski für Momentel. Und dann geht's weiter. Angriff, zweite Halbzeit. Oh, gleich die erste Chance für den MTV. Die erste Chance des MTV Gießen in der zweiten Halbzeit. Ja, habe ich gerade gesagt. Helge Corneliusen schickt Malte Kist steil, doch bei dessen Schuss ist James Wilson zur Stelle weiterhin. Ist James Wilson ist zur Stelle, weiterhin 1:0. Der MTV Gießen hat die Chance auf eine Erhöhung des Resultats. Michael Karl naht vor dem Strafraum Mark Hager und zieht ab. 3 Meter am Winkel vorbei. Schöner Pass von Tobias Furtmeier auf Malte Waliszewski. Doch der zieht im Zweikampf gegen Richard Imri klar den Kürzeren. Der läuft ihm einfach den Ball ab und spielt zurück zu James Wilson. Daniel Tröge ist nach einem langen Abschlag von Axel Amthor plötzlich auf und davon. Er spielt noch Andreas Braune schwindlig und zieht aus 18 Metern ab, aber zu unplatziert. James Wilson ist zur Stelle. Schade. Scheint bisher so, als würden die Bayern heute nicht punkten. Hä? Sind die gerade am Unentschieden spielen oder am Verlieren? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der MTV Gießen ist jetzt ständig in der Offensive. Ich glaube, Unentschieden spielen. Andreas Braune kann einen Schussversuch von Malte Waliszewski aus gut 30 Metern erfolgreich abblocken. Der fleißige Innenverteidiger hat aber danach auch ordentlich Schmerzen. Spielerwechsel Ömer Yildirim für Jindrich Kropf. Rechte Verteidigung. So, Ecke von rechts Tobias Furtmeier, aber die Abwehr des FC St. Pauli klärt die doch so souverän. So, Tore Andreas Jakobsen steht da energisch, geht da energisch zur Sache und grätscht Michael Karl den Ball vom Fuß. Spielerwechsel, Timo Riemer für Mark Hager, linkes Mittelfeld. Und gleich kommt die gelbe Karte für Timo Riemer, kaum ist auf dem Platz. So muss man hier nicht drauf gehen. Timo Riemer mit einer harten Attacke gegen Michael Karl, das macht, ergibt doch keinen Sinn. Ja, immer diese Diskussion, das sagt er, ergibt Sinn und nicht macht Sinn. Leute, richtig ist das, was sich durchsetzt in der Sprache. So ist es, so sehe ich das. Nächster Wechsel, Yannick Deichmann für Sebastian Karl. Ach guck, Sebastian Karl, den kennen wir doch. Defensives Mittelfeld hier. Sebastian Karl darf sich die restlichen Minuten von außen anschauen. Yannick Deichmann kommt da rein. Malte Kist sieht den gestarteten Daniel Dröge und bedient ihn mit einem sehenswerten Pass. Richard Imri hebt zunächst das Abseits auf und blockt dann einen Pass von Daniel Dröge zu Malte Waliszewski. Der Ball kommt unglücklich zurück zu Daniel Dröge, dessen Schuss aber keine Herausforderung für James Wilson ist. So. Der Einballjunge verzögert hier das Spiel und James Wilson flippt vollkommen aus. Das muss nicht sein. Ecke von links, Tobias Furtmeier. Andreas Braune geht entschlossen dem Ball entgegen, erreicht diesen vor Malte Waliszewski, Flugkopfball, und so kann er die Ecke vor Tobias Furtmeier klären. So, Tobias Furtmeier flankt vors Tor, wo sich Gerhard Schrattenecker, ach, den kennen wir doch auch, völlig verschätzt, springt am Ball vorbei, aber unbedrängt schafft es Malte Waliszewski nicht, den Ball aufs Tor zu köpfen. Faires Verhalten des MTV Gießen. Tore Andreas Jakobsen liegt nach einem Zweikampf verletzt auf dem Rasen. Michael Karl spielt daraufhin den Ball erstmal ins Aus. Für Tore Andreas Jakobsen geht es zum Glück weiter. So, weiter Abschlag von Torhüter Axel Amthor. Malte Kist nimmt den Ball mit und ist plötzlich durch. Aber Andreas Braune lässt nicht locker und grätscht ihm von hinten den Ball noch vom Fuß. Hui. Der FC St. Pauli hat alle möglichen Wechsel durchgeführt, aber der MTV Gießen macht weiter Druck. Ecke von links, Tobias Furtmeier, Malte Waliszewski und Lukas El-Muchantir steigen zum Kopfballduell hoch, aber Lukas El-Muchantir kann sich durchsetzen. James Wilson muss nicht eingreifen. So, und das Spiel scheint zu Ende, oder? Malte Kist lässt Richard Imri kurz vom Strafraum aussteigen, kommt frei zum Schuss, aber der landet direkt in den Armen von James Wilson.
Das Spiel wird pünktlich beendet. Und wenn die anderen Spiele auch zu Ende sein sollten, dann scheinen die Bayern heute nicht gewonnen zu haben. Das heißt, wir haben wieder einen Vorsprung von 4 Punkten, oder wie? Wie sehe ich das? Das wäre ja krass. Hier, Moment. Ja, die haben unentschieden gegen Nürnberg gespielt auf Platz 12 hier. Krass. Wahnsinn. Ja, das verschafft uns doch ein bisschen Luft, ne? Schick, schick. Freut mich. So. Na? So. Und wir haben zwei Leute in der Mannschaft des Tages. Janik Schwind und Tobias Wurtmeier. Und hier die Gegner mit ihrem Wülzen. Ach, ich wollte ja gerade was nachschauen. Hier. Wo kommt der her? USA. Also Richard Imrie. Oder so. Oder im Rye? Nee, eher im W, glaube ich. Hätte ich jetzt vermutet. Nee, gut. Spielt schon eine Weile in Deutschland, ne? Deswegen auch Deutscher. Oder nee, der kam ursprünglich von Union. Der hat nie in den USA gespielt. Ha, interessant. Kann aber kein Deutsch, interessanterweise. Kann dafür Türkisch. Weil er beim Kasım Pasa oder wie heißen die? Moment. Müssen wir da nochmal nachschauen. Kasım Pasa. So. Sorry, muss ich kurz nachschauen. Will ja hier nicht kein Blödsinn erzählen. Und James Wilson, wo kommt der her? Aus England. Von Manchester United ursprünglich. Ah ja, interessant. Naja, gut. Naja, gut. Dann, was haben wir noch? Das haben wir schon gesehen. Wir sind die drittbeste Mannschaft des Tages. Daniel Dabbert hat momentan die meisten Tore. Hat heute 4 geschossen. Was? Der hat 4 Tore heute geschossen. Moment. 6:0 haben die gegen den HSV gewonnen. Ach du Schande. Und dann macht er 4 Tore. Huiuiui. Ja gut, sowas kann halt passieren. Jetzt sind wir halt wieder Zweiter, ne? So ist das wohl. Aber wir haben gut benotete Spieler. Immerhin. Die bestbenotetsten der Zeit. So, zweitfairste Mannschaft. Ah, das ist schade. Dass wir da jetzt nicht auf Platz 1 sind wie sonst. Naja, gut. Und unsere Reserve verliert gegen Hansa Rostock. Das ist ja auch toll. Immer diese Rostocker. Verderben einem den ganzen Spaß als Frankfurter. Das kenne ich. Ich meine, wir sind jetzt nicht Frankfurt, aber das... Ach, schlimm. Trotzdem. Ich komme da nicht drüber weg. Auch wenn es vor meiner Geburt war. So. Egal. So. Ignaz Zacherle erreicht neue Erfahrungsstufe. Das heißt, er ist Stufe 3. Das heißt, was im Endeffekt? Dass er jetzt durch die Erfahrung noch einen Punkt abgezogen bekommt. Hat jetzt eine Stärke von 76. Das ist schon mal nicht schlecht. Würde ich mal behaupten. Sponsor zufrieden. Ach, was ist denn da los? Hat es doch geklappt mit den Freikarten. Ich wusste gar nicht mehr so genau. Aber schön. Na, immerhin. Hat es doch mal geklappt. Moment. 4 von 4. Super. Haha. Freut mich. Okay. Dann ist auch gleich das Kundenzentrum wieder fertig. Das heißt, da können wir gleich wieder was ausbauen. Wenn sonst nichts ist, klicken wir mal weiter. Oder nee, wann war das nochmal? Wann kann man nochmal ein Spiel vereinbaren? Noch 2 Tage, okay. Klicken wir erstmal weiter. Ach ja, ganz wichtig natürlich. Moment, wenn ich mal darf eben. Ach guck mal, DFB-Pokal haben wir jetzt auch noch demnächst. Daniel Dabbert, ja, ich bin überrascht, wenn er 4 Tore in einem Spiel macht. Oh, Jugendspieler entdeckt. Auch nicht schlecht. Wir haben gerade gespeichert, das heißt, ich muss jetzt nicht gleich nochmal speichern, wegen dem Jugendspieler, wenn das jetzt wieder ein 5-Sterne-Talent ist. Was wollte ich machen? Achso, ich weiß wieder. Ja, darum müssen wir uns kümmern. Das ist bekannt.
Ich wollte. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte einfach nur die Aufstellung hier auflösen. Da wird hier nochmal erinnert werden, wenn die zweite Mannschaft spielt. Da wird wieder nochmal frisch aufstellen können. So. Hier, Sandro Bönig wurde vom Talentsucher entdeckt. 5 Sterne, alles super. Nehmen wir natürlich. Auch die perfekte Position mit zentrales Mittelfeld, die entwickeln sich bei uns am besten. Und jo. Schön. Haben auch einige Leute hier im Aufgebot. Und hier unten auch. Es ist schon krass, ne? Wir haben nur noch 5 Sterne Leute in der Jugendmannschaft. Das freut mich immer noch. Okay, Infrastruktur. Wir wollten was weiter ausbauen. Da brauchen wir aber natürlich erst Geld. Wie sieht's denn aus? Was wollte ich denn alles ausbauen? Das war fertig. Genau, das war auch fertig. Das Wellnesszentrum Level 14. Hier ist auf Level 13. Wird wohl erst Level 14 ausgebaut. Das ist schon fertig. Also da warten wir auf das, damit wir das ausbauen können. Hier war es, glaube ich, nicht so dringend, dass ich hier unbedingt was ausbauen möchte. Kundenzentrum. Ja, Bonus auf Fanbeliebtheit. Ich glaube, das war mir recht wichtig, weil die doch ein bisschen gelitten hat, oder? Wo sieht man das denn nochmal? Wenn wir auf Fans gehen. Wobei, die ist ziemlich... Die war doch schon mal viel niedriger, oder? Die ist doch jetzt wieder hochgegangen, habe ich den Eindruck. Ich meine, die wäre mal viel niedriger gewesen vor einiger Zeit noch. Naja gut, auf jeden Fall kann man da ja ein bisschen reinstecken. Haben wir momentan noch Geld in den Anlagen? Ja, haben wir noch, aber nicht mehr so viel. Dann müssen wir ja fast alles jetzt schon holen von dem Geld, damit das noch was wird. Moment, ich nehme erstmal die Hälfte. Mal gucken, wie viel uns das einbringt. Verkaufen. Oh, das könnte sogar reichen. Also, um das Minus auszugleichen. Wir können davon aber nichts machen dann. Das heißt, es ist soweit dann. Ach, da fällt mir gerade auf, dass hier perfekte Gelegenheit. Heute ist der 30. der Monatsletzte. Das heißt, zum nächsten Monat werden wieder die Marktwerte aktualisiert, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal schnell hier alle hochholen, in die erste Mannschaft, kriegen die alle nochmal plus auf ihren Marktwert. Dann dürfte unser Vereinswert steigen. Und wenn wir da nochmal Anteile verkaufen, dann dürfte das wiederum heißen, dass wir da ein bisschen mehr Geld kriegen, glaube ich. Ha. Ja, ich glaube, das könnten wir so machen. Ich werde erst nochmal hier... Moment, ich verkaufe nochmal 500. Und dann können wir nochmal ein bisschen was ausbauen. Und dann können wir das ja so machen, wie ich das gerade gesagt habe. Und das heißt wiederum, dass wir dann Anteile verkaufen könnten und dann können wir mal sehen, was uns das einbringt. Da bin ich auch mal gespannt. So. Okay, auf jeden Fall bauen wir erstmal das Kundenzentrum weiter auf. Warum eigentlich nicht? Und sonst läuft ja alles soweit, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Also wir bauen das Jugendzentrum aus auf die letzte Stufe. Dann geht es da auch nicht mehr weiter. Dann haben wir bald alles da in der Gegend ausgebaut, ne? Fällt nur noch medizinische Abteilung, Wellnesszentrum und Trainingszentrum. Der Rest ist alles schon fertig. Dann sind unsere Spieler perfekt ausgestattet hier mit Infrastruktur. Und Personal ist auch auf 99. Ach, ist das schön. Okay. Ja, das ist eigentlich auch alles, was wir momentan machen. Kundenzentrum ist der einzige Ausreißer, der momentan nichts direkt mit den Spielern zu tun hat. Bin mal gespannt. Okay. Ja, na, wie gesagt, dann wisst ihr Bescheid, was ich jetzt zwischen den Folgen machen werde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoppala, wenn wir DFB-Pokal spielen. Und dann vielleicht noch Anteile verkaufen oder sowas machen. Also, ich sag mal Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen?
Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.